Hat er dich mit seinem umfassenden Wissen über Mineralwasser betört oder war es seine allumfassende Analyse über Marquis Mark, die dich überzeugt hat? Ich wäre zu gern dabei gewesen. Nur um zu sehen, wie du es mit deinem Gewissen ausmachst, gleich bei der ersten Verabredung mit einem Yuppie-Scheißer zu schlafen. Er ist kein Yuppie. Typen wie den hat mein Terminkalender erfunden. Klar, das ist blass im Vergleich zu deinen komischen Tanten, auf die du so wahnsinnig abfährst. Schon gut. Ist auch egal. Ist es dir wirklich egal? Oder warum benimmst du dich auf einmal wie mein eifersüchtiger Freund? Ich weiß nicht, was du meinst. Ehrlich nicht. Ich wollte eigentlich nur lesen. Gott, wenn dich irgendetwas stört, solltest du wenigstens auch den Mut dazu haben, mit mir darüber zu reden. Also? Na schön. Gut. Aber ich bin nicht wirklich in dich verliebt. Verstehe ich nicht. Naja, lieben tue ich dich auf jeden Fall. Aber verliebt sein ist echt was anderes. Nee, das ist überhaupt nichts anderes. Wenn du jemanden liebst, dann bist du auch in ihn verliebt. Eben nicht. Wenn man jemanden liebt, dann ist das so allgemein und überhaupt. Und wenn man in jemanden verliebt ist, dann ist es ganz in diesem Moment und so.